Jetzt gibt's wieder Expert-Update, natürlich mit den Entertainment-Neustarts der Woche und wir werfen mal einen Blick auf die neuen Konsolen PS4 Pro und Xbox Scorpio. Seien es Echtzeit-Strategiespiele oder das weltbekannte Online-Rollenspiel World of Warcraft, seien es Brettspiele, Comics, reihenweise Bücher. In jedem Fall ist Warcraft die größte und bekannteste Marke des Spieleherstellers Blizzard und das schon seit den 90er Jahren. Da wurde es also höchste Zeit, dass das Fantasy-Universum jetzt endlich auch mal um einen Film erweitert wird. Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Ich konnte etwas spüren. Eine dunkle Macht. Takal! Die Welt zu retten. Ruisella! Das ist nicht die Aufgabe eines einzelnen Mannes. Nach jahrelangem Hin und Her in der Produktion ist dieses Jahr nun endlich Warcraft The Beginning in die Kinos gekommen. Erzählt wird dabei, wie Menschen und Orks in einen erbitterten Krieg geraten. Doch als eine dunkle Bedrohung aufzieht, könnte ein Bündnis der beiden Völker der einzige Weg sein, zu überleben. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Für Orks gibt es kein anderes Leben als Krieg. Mit Hilfe der Menschen könnte es eines geben. Die Handlung ist dabei ganz lose an das erste Warcraft-Spiel Orcs and Humans von 1994 angelegt. Trotzdem wurde der Film extra so geskriptet, dass auch Leute, die das Warcraft-Universum überhaupt nicht kennen, sich angesprochen fühlen. Für eingefleischte Fans gibt es aber natürlich jede Menge Details zu entdecken. Warcraft The Beginning ist jetzt auf Blu-ray und DVD bei Expert erhältlich. Sicher wie das Amen in der Kirche, jeden Herbst erscheint ein neues FIFA und erobert jedes Jahr aufs Neue auf Anhieb die Charts. Jetzt ist FIFA 17 da und bringt natürlich auch ein paar Neuerungen mit sich. Zunächst einmal sieht FIFA realistischer aus denn je, denn erstmals läuft das Spiel auf der Frostbite Engine 3, bekommt also ein neues Grundgerüst für die Darstellung von Grafik und Physik. Damit sehen nicht nur die Stars auf dem Platz besser aus, sondern auch die Zuschauer im Stadion, die Lichteffekte und die Wettersimulation. Und wie immer haben sich etliche bekannte Fußballer bei Electronic Arts eingefunden, um per Motion Capturing 1:1 ins Spiel übertragen zu werden. Hinzu kommt einiges Feintuning im Gameplay, sodass jetzt zum Beispiel auch flache Torschüsse oder Kopfbälle nach unten möglich sind. Es ist schwierig für einen Gardien, l'arrêter, le temps que. Ich denke nur an, dass er den Ball in die Bits. Zudem sollen die KI-gesteuerten Spieler sich auch ohne Ballbesitz besser im Raum bewegen, Laufwege schaffen und die Verteidiger der gegnerischen Mannschaft beschäftigen. Es ist also wie jedes Jahr. Es sind vor allem die kleinen Details, die FIFA 17 im Vergleich zum Vorgänger FIFA 16 noch ein bisschen besser machen. Aber es gibt auch eine echte Neuerung, denn erstmals gibt es einen Story-Modus in FIFA. You lads are here today to prove you got the skills to make it in a professional game. Are you ready? One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos. A real chance here. Alex Hunter. Darin schlüpft ihr in die Rolle des Engländers Alex Hunter und erlebt, wie dieser vom Nachwuchskicker zum gefeierten Fußballstar in der Premier League aufsteigt. Animierte Filmsequenzen gehören dabei natürlich ebenso dazu wie spannende Matches, in denen ihr euer Talent beweisen müsst. Doch nicht nur eure Performance auf dem Platz ist entscheidend. Auch Presseinterviews und Trainergespräche beeinflussen den Ruf und die Werte von Alex. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible! Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. Für alle Fußballverrückten ist FIFA 17 jetzt für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC bei Expert erhältlich. Früher sind neue Konsolen nur alle paar Jahre erschienen, aber jetzt haben Sony und Microsoft dieses Konzept grundlegend geändert. Denn in wesentlich kürzeren Zyklen erscheinen nun quasi Updates zu den bestehenden Modellen Xbox One und PS4, allerdings mit verbesserten Hardware-Komponenten.
Beide Hersteller haben jetzt die nächste Generation angekündigt und das sorgt natürlich für ein neues Hoch im Konsolenkrieg. Bereits am 10. November wird die PlayStation 4 Pro veröffentlicht, die sich vor allem durch eine stark verbesserte Rechenleistung auszeichnet. Der Prozessor ist mit 2,1 statt bisher 1,6 GHz höher getaktet und die Grafikleistung insgesamt verdoppelt. Mit ein Grund, warum Sony jetzt ein neues Modell an den Start bringt, ist auch die Veröffentlichung der PlayStation VR im Oktober. Die hauseigene Virtual Reality Brille ist zwar auch mit der bisherigen PS4 kompatibel, aber die Grafik der Spiele profitiert natürlich von der stärkeren Hardware der PS4 Pro, die so eine flüssigere und detailreichere Darstellung ermöglichen soll. Doch auch ohne Virtual Reality verspricht Sony mit der PlayStation 4 Pro natürlich modernste Grafik und das Schlagwort der Stunde ist da 4K bzw. Ultra HD. Allerdings wird auf der PS4 Pro noch kein natives 4K-Gaming geboten. Das heißt, die Spiele werden nur von Full HD auf 4K hochskaliert. Und auch ein 4K Blu-ray-Laufwerk ist nicht dabei. Filme in echtem 4K sind also nur über Streaming-Dienste wie zum Beispiel Netflix oder Amazon möglich. Die Spiele werden zwar trotzdem deutlich besser aussehen als auf der bisherigen PS4, doch natürlich ist dies genau der Punkt, an dem Microsoft ansetzt, um sich mit der nächsten Xbox abzusetzen. Die trägt im Moment noch den Arbeitstitel Scorpio und wird ein ganzes Jahr später als die PS4 Pro, nämlich erst zum Weihnachtsgeschäft 2017, erscheinen. Damit riskiert Microsoft zwar in diesem Jahr Kunden an Sony zu verlieren, gewinnt allerdings auch Zeit, um der Xbox Scorpio einen technischen Vorsprung zu verschaffen. Statt der 4,2 Teraflops der PS4 Pro soll die Scorpio nämlich 6 Teraflops erreichen und so tatsächlich natives 4K ermöglichen. Aber so richtig lässt Microsoft sich über die genauen Spezifikationen der Xbox One Scorpio auch noch nicht in die Karten schauen und wird wahrscheinlich jetzt erstmal den Verkaufsstart der PS4 Pro abwarten und schauen, wie das so läuft. In jedem Fall können wir uns aber innerhalb des nächsten Jahres auf zwei neue, sehr leistungsstarke Konsolen freuen. So, das war's schon wieder mit Expert Update für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch oder auch den ein oder Kommentar. Da freue ich mich auch drüber. Und hier unten im Vorschaufenster seht ihr schon das nächste Video, nämlich zu unserem Angebot der Woche. Das ist diese Woche ein Notebook von HP. Das HP Pavilion 17 solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Wenn ihr uns auf YouTube zuguckt, dann könnt ihr da direkt draufklicken, also auf die Anmerkungen selber klicken. Ansonsten, wenn ihr auf Facebook zuschaut, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung, denn da sind alle Sachen verlinkt, unter anderem natürlich auch der YouTube-Kanal und der Link zu unserem Blog. Also, das war's von mir für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.